Für diesen Kampf heißt es ringfrei zur ersten Runde, Round 1. The Old Bull, Sara Karacha, macht wieder ein paar Mätzchen, das kennt man von ihm. So, ich glaube, Mätzchen, auf die wird sich Stephanie Kulker nicht einlassen. Und also egal, mit wem ich jetzt hier gesprochen habe, keiner glaubt, dass der Kampf über die 6 Runden geht. Aber das heißt nicht, dass das hier ein Easy Going für Karacha ist. Nee, nee, nee. Man muss auch gucken, dass er die Distanz findet. Ja, das kennt man. Der Bulldozer aus Stuttgart. Und ich meine, es ist auch dann eine Frage der Physis, der Kraft, der Kondition in diesem Kampf. Meine, da werden einige Kilos hier bewegt im Ring. Karacha war ja zu... Oh, die Rechte, die war schon mal gut. Die war am gesessen am Kinn. So, Karacha wollte ich gerade sagen, war noch ja, der erste überhaupt, weiß nicht, auch, doch aus Europa, würde ich sagen, der bei Wulinfeng der WLF in China als Trainer gearbeitet und gelebt hat über eine lange Zeit. Hat ja auch mit der Thailand vs. Challenger Series Extra-Klasse-Events auf die Beine gestellt. Oder mit den Fight-Events in Heidenheim, im Blautal-Center von Ulm. Also und. Oh, da ist die Rechte! Overcross geschlagen von Karacha. Und Nikulka Busbulle wird angezählt. Kommt der nochmal hoch? Heieiei, war das ein Hammer. War das ein Hammer. Und der ist noch nicht da. Der ist noch nicht da. Und da kommt wieder die Rechte. Da wird aber das Ziel verfehlt. Was für ein Brett von Karacha hier in dieser ersten Runde. Wieder. Und da ist wieder die Rechte. Was für ein Ding. Junge, Junge. Nur aufpassen. Nicht mit der Brechstange machen. Das sind die ganz schweren Jungs. Da kann ein Schlag das Ding komplett auf den Kopf stellen. Unfassbar, was Karacha hier ausgepackt hat. Aber ich glaube, das ist auch das, was die Leute sehen wollen. Ich meine, sie sehen, dass Herren oder Damen etwas weiteren Alters, ja, das, die wollen es trotzdem noch wissen. Das ist nicht so, du haust mich nicht, ich hau dich nicht. Nein, die geben hier Vollgas. Und das hat man eben gesehen. Und Karacha würde sowas nicht machen, wenn er sich nicht wirklich sicher wäre, dass er noch ein paar Körner im Köcher hat. Seconds out, Betreuer bitte aus dem Ring. Und ringfrei zur zweiten Runde, Round 2. So, die zweite Runde, weiter geht die wilde Fahrt. Hat sich Nikulka wieder erholen können? So, konnte er dann nochmal durch. Na, wieder die Rechte, die kommt einfach durch von Karacha. Aber auch die Rechte von Nikulka, da muss man aufpassen. Wie gesagt, es sind schwere Jungs. Und es gibt ja diesen einen entscheidenden Schlag und wieder Karacha. Er ist ja schon ein verrücktes Huhn. Ja, aber crazy Setter, man muss ihn einfach mögen. Er ist auch sehr direkt, kann nicht jeder damit. Hat das gut aufgebaut in der ersten Runde, bis zu dem, als er den Niederschlag erzielen konnte. Nicht überstürzt, er wusste genau, was er tut, das war genau so gewollt. Auch wie eben wieder die Rechte. Die Rechte, da muss man aufpassen, der kommt schon noch an von Nikulka. Oh, jetzt wackelt er wieder, der Mann aus Bad Oberan. Kommt jetzt wieder dieser Niederschlag von Karacha. Ja, wieder die Rechte und ja, oh, wow, 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 oh, wow, wow, das sieht nicht gut aus. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Nee, 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 nee.
Izet Kurnaz gibt den Kampf noch einmal frei. Aber es sind auch nur noch 18 Sekunden in dieser zweiten Runde. Kommt dann nochmal der Hammer. Die linke jetzt von Karaca. Oh, Junge! Eieiei. Der Kampf. Er wird angezählt. Er wird nochmal angezählt. Jesus, hat er da schwere Treffer nehmen müssen, Nikulka. Und da ist die zweite Runde vorbei. Die Frage ist, will hier Nikulka nochmal raus? Ich meine, er hat sich ja gut gefangen nach der ersten Runde, wo er auch schon zu Boden musste. Also hat wirklich Kämpfer erwiesen und hat auch seine Rechte gut gebracht. Hat damit halt eben keinen Schaden anrichten können, weil sie nicht als Volltreffer im Ziel war. Aber sie war gefährlich. Und wie gesagt, schwere Jungs, da steckt halt ordentlich was dahinter. Seconds out, Betreuer aus. Die dritte Runde, Round 3. So, die dritte Runde. Gibt jetzt Karaca Vollgas. Will er jetzt den Sack zumachen oder baut er wieder einfach auf? Nein, der kommt direkt wieder. Und schon wieder wackelt Nikulka. Nein, 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 nein. Nein, 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 das muss vorbei sein. Hände des Kampfes.